Oh yeah, Elektroschrott. Gut, we are rolling. Ja, heute mal Elektroschrott mit Milbacke on Tour. Das da, das ist der Sascha Berger, das ist der, der diese coole Musik gemacht hat. Hallo. Ja, wir haben hier dieses wunderbare Paket bekommen. Und zwar vom Philipp S. aus M., der ja auch SM, ne? Hier, 50 Shades of Philipp. Und er hat gesagt, wir sollen uns um den Inhalt prügeln. Deswegen habe ich mich entschieden, heute gibt es mal Elektrostadt on Tour hier im Büro, wo Sascha verfügbar ist und wir einfach mal gemeinsam den Scheiß auspacken können. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal zur Tat. Ne? Ja, mal ran. Ja, so ein professioneller Pack, allerdings kein Gaffertape, sondern nur so ein normales Zeug. Ja, was haben wir denn? Oh. Ja, so weit will ich nicht gehen. Also schon mal ein paar lustige Sachen. Wir haben hier einen Bosch Garagentoröffner, würde ich mal so sagen. Garagentoröffner, würdest du mir zu? Ah, halt. Das ist kein Garagentoröffner. Das sieht doch nach einem Pager aus. Ja, das ist ein Pager oder sowas. Ja, also ich würde sagen, der landet bei mir im Westen. Dann greif du auch mal an. Ja, zielsicher zu den Steckernetzen. Denkst du? Ja. Es könnte sich natürlich auch um eine Klapperstange handeln. So. Na, denkst du nicht? Hierbei handelt es sich um einen Netgear AC-DC Adapter 12 Volt 1,5 Ampere. Deiner? Oh, guter Griff. Super. Das hier ist was, das hätte ich bei Philipp extra angefordert. Prozessoren. AMD, das ist ein Athlon 64X2 und wir haben hier unten noch Athlon 64X2, die zweite, also gewissermaßen X2 mal 2. Oh, Dual Core. dann schau mal, was ist das denn hier? Netgear 15 Ampere, 250 das Volt ist, Powerlink. Ah. Das ist entweder so ein Powerline-Adapter, ist natürlich so halb geil, wenn man nur einen hat. Aber den legen wir mal auf Halde bei mir vielleicht. Ja, das klappt nicht mehr. Stecker mit 2. Von Sharkun. Das ist genau das, was ich haben wollte. 12 Volt, 2 Ampere. Wow. Und der Stecker ist ein 2,5 Innenpin. Das ist gut. Ich habe sonst immer die 2,1. Ah, sehr schön. Das ist das PC-Netzteil. Oh, mit dem goldenen Fangrill. Ja, so ein Pazitgrau, gell? Gar nicht hässlich. Ja, das ist super, wenn man ein PC-Netzteil braucht. Ne? Ja. Was kann das denn so? Was kann es denn so? Ein tolles Fettventilator, ja. Das kann 4 Ampere, 420 Watt. Heutzutage ja geradezu putzig, ja. Mhm. Aber immerhin, ein SATA-Stecker dran, so ein Zeug. Ich halte das mal hier. Das da? Der Lüfter, der ist schon toll. Der Lüfter, der ist spektakulär. Geiler Lüfter, ist sehr, sehr schön. Sehr schöner Lüfter. Brauchst du ein PC-Netzteil, Sascha? Nö. Gut. Ja, jetzt sind nur noch die Sachen üblich, auf die wir am heißesten sind. ja, greif an. Nächstes wieder. Ja, nächstes Franz. Oh. Ein Netzteil ohne Kabel. Mhm. Mit Barcode. Und zu den Spezifikationen, ne? 19,5 Volt, 4,7 Ampere. Notebook-Netzteil. Notebook-Netzteil, Klassiker, ja. Ja, zusammen mit einem Step-Down-Wandler sind die noch ganz gut. Kann man vielleicht noch mal was draus machen, ne? Viel Spaß, dann schaue ich mal, dass ich hier noch... Ja, zack, das hier sieht mal 5 Volt USB aus, das will ich haben. Das ist Steckernetzteil Samsung. 5 Volt, 0,7 Ampere, also Kleinkram, aber können wir das gut brauchen. Das ist viel geschickter, der greift sich die guten Sachen raus.
So, das ist hart. Ich hab noch ein paar, also dann ist das drauf. Was haben wir denn hier? Hm. Auf jeden Fall ist hier verwandelt. Oh. Oh. Das ist ja putzig. Das ist mein Stecker. Das müssen wir mal zeigen, ja. Hm. Komischer Stecker. Hm. Ist auch nicht irgendwie abgebrochen oder so, sondern der gehört so. Der hat von einem Plastikpappel dann so. Sieht aus wie ein Druckknopf. Sieht aus wie ein Druckknopf. Von was für ein Hersteller ist denn das? Hersteller ist Power Supply. Hey, Power Supply von der Firma habe ich auch ends viel verhalten. Die sind diesen Wahnsinn, ja. Also irgendwie, es hat überhaupt keinen Hersteller drauf. Und die Spezifikationen hier besagen 5 Volt, 180 mA. Weißt du, was das ist? Wetten, das ist ursprünglich mal von einem Headset oder so einem Bluetooth-Ding, so ein Ladekabel. Irgend so ein ganz kleines Gerät muss das sein, wo man das dran pöppelt. Passt sogar direkt rein ins Ohr, ja. Ja. Ja, das ist da immerhin, habe ich auch mal sowas. Oh. Genau, dann schaue ich mal, ob ich hier noch was finde, was erstmal nach Scheiße aussieht, damit du noch ein paar gute Tipps. Weiß ist Scheiß, sieht nach Apple aus, Apple ist immer direkt. Und das hier ist ein Switching Power Supply, 6 Volt, 300 mA. Nee, du hast gesagt, du brauchst 6 Volt, hier kriegst du 6 Volt. Echt? Brauchst 6 Volt? Cool. Du hast gesagt, du brauchst 6 Volt. Nicht schlecht. Machst du 5 Volt? Nee, dafür nehme ich diesen Scheiß hier. Kein Mensch braucht 0,4 Ampere, 4,8 Volt. Das ist. Oder brauchst du 4,8 Volt bei 0,4 Ampere? Also, das ist auch mit einem witzigen Stecker dran. Schau da mal hin. Das ist irgendwie. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist bestimmt irgendwie so ein proprietärer Dreck. Ist von LG, wahrscheinlich von einem Telefon, würde ich mal fragen. Ja, ja, ich denke auch, gell. So Vintage-Handy. Vintage-Handy-Kacke. Was, ne? 3 Netzteile haben wir noch. Hör mal, was ist das hier? Das ist von der Firma F10, nee. Sunphone. Das handelt sich dabei um eine Hybrid-Solarium-Handy-Lösung, oder? Na, Jackpot auch. Was haben wir? 12 Volt bei 4 Ampere. Oh. Naja, gut, damit du auch meine LED-Strip bestimmen kannst, ja. Super, was kriege ich? 12 Volt bei 600 Milliampere. Ja, eins haben wir noch, Sarah. Was ist deines? Was ist das? Eins? Ja, was ist es? Hier haben wir 12 Volt bei 1 Ampere. Mhm. Immerhin noch besser als meine 600 Milliampere, wie gesagt. Jetzt habe ich es da jetzt. Genau. Aber da kriegst du meine 600 Milliampere. Und hier, da, unglaublich, 600, was will man mit 600 Milliampere? Putzig. Putzig kann keine Grenzen, also jetzt hier alle. Das war's. Und Genoss, wir verabschieden uns von euch mit einem für dieses Büro sehr typischen Gruß. Tschüssing. Das ist blöd.